Vor 40 Jahren empfanden Kraftwerk und vielleicht deren Zuhörer dieses Musikvideo als visionär. Ob utopisch oder dystopisch sei einmal dahingestellt. Schülerinnen und Schüler in unserem Projekt waren aufgefordert, nun eine eigene Musikversion der Musik in 30 Jahren herzustellen. In der Spalte Infos zum Projekt erhielt die Lerngruppe genaue Hinweise zu Ziel, Gruppenbildung und den Phasen des Projektes. In der ersten Doppelstunde stand die Sensibilisierung für die Leitfrage als Thema an und auch eine kurze Instruktionseinheit zum Umgang mit dem iPad. Grundsätzlich gilt aber bei iPad und GarageBand das Learning-by-Doing-Prinzip, da viele Schülerinnen und Schüler sehr vertraut mit dieser Form der Darstellung von Musik bereits sind, weil auch im iPhone natürlich dieses GarageBand-Programm vorhanden ist. Ich habe die Schülerinnen und Schüler regelrecht nur auf explizit zwei der Programmteile hingewiesen. Zum einen die Synthesizer-Funktion in GarageBand und zum anderen die Live-Loop-Ansicht. Wie man im Material erkennen kann, waren die ersten vier Doppelstunden sehr stark durch mich vorstrukturiert, da ich die Schülerinnen und Schüler mit Lerngegenständen außerhalb ihres eigenen Erfahrungshorizonts bekannt machen wollte. Zum einen, wie steht ihr dazu, dass künstliche Musik bereits Musik komponieren kann? Und zum anderen, wisst ihr eigentlich, dass die Nutzung von Spotify die Art, Popmusik zu komponieren, bereits revolutioniert hat? Die Ergebnisse sollten die Schülerinnen und Schüler wieder im Padlet dokumentieren. Dabei kamen sehr kontroverse Ergebnisse raus. Durch diese Entwicklung, denken wir, werden die Musiker immer unkreativer, wodurch der Musiker nicht mehr als Komponist gilt, sondern nur noch als Musiker. Die Musik der KI verändert die Musik der Welt in eine abwechslungsreichere Richtung. Jedoch ist die Frage, inwiefern die KI dann als Komponist gekennzeichnet werden muss und inwiefern der Musiker Geld damit verdienen darf. Die Gruppe um Arvid hört sich gerade das Musikbeispiel 1000 Jahre Musikästhetik an und beschreibt anhand eines Arbeitsblattes Wirkungen, musikalische Ursachen und vielleicht auch Funktionen dieser Musik. Dabei stellt bereits die Trennung dieser kurzen Musikbeispiele eine Herausforderung dar, da die Musikbeispiele nahtlos ineinander übergehen. Es erfordert also sehr genaues Zuhören. Angeregt durch Videos zu neuen Spieltechniken an bekannten Instrumenten gingen die Schülerinnen und Schüler in eigene Experimente. Erst am Ende dieser Phase steht die Einteilung in die Kompositionsgruppen. Gerade das letzte Videobeispiel verdeutlicht nochmal. Es ist wichtig, genügend Zeit für diese vertiefenden Fragestellungen zu geben, damit die einsetzende Produktorientierung der Schülerinnen und Schüler nicht die eigentliche Fragestellung zum Thema Musik 2050 überdeckt.